Ich begrüße Sie zu einem neuen Interview von Bettina Geithner. Und heute mache ich ein Interview mit Dr. Wada Hasselmann. Dr. Wada Hasselmann ist ein Trance-Medium. Sie empfängt Botschaften aus der geistigen Welt, die sie uns weitergibt. Und sie schreibt auch Bücher darüber, also sie ist auch Schriftstellerin. Sie ist aber nicht nur ein Trance-Medium, sondern sie ist auch eine Literaturwissenschaftlerin und hatte, ich sage jetzt mal, bevor sie dem Ruf oder ihrer Berufung auch gefolgt ist, Botschaften aus der geistigen Welt weiterzugeben, eine große Universitätskarriere vor sich oder hat sie begonnen, so kann man sagen. Und sie ist Spezialistin fürs Mittelalter bzw. auch für die Artus-Dichtung gewesen. Das muss man einfach auch wissen. Das ist nämlich, finde ich, sehr wichtig, weil das auch zeigt, dass ihre Bücher auf einem sehr hohen Niveau sind und auf sehr, sehr hohem Niveau geschrieben sind. Ich werde jetzt heute mit ihr unter anderem über alle ihre Bücher, auch über dieses Buch, Junge Seelen, Alte Seelen sprechen, auch über ein neues Buch, das herauskommt. Und es geht bei Wada Hasselmann immer um eine, ja, ich sag mal, Seelenlehre. Man geht davon aus, dass die Seele immer wieder inkarniert und dann unterschiedliche Zyklen durchläuft, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen, um ja einen Entwicklungsweg zu gehen, zu beschreiten. Und was uns das bringt, wenn wir unsere Seele besser verstehen, unseren Seelenplan, sage ich jetzt mal, und auch den vielleicht von anderen Seelen, darüber werde ich heute mit Dr. Wada Hasselmann sprechen. Und jetzt noch in eigener Sache, wenn euch meine Interviews gefallen und wenn ihr auch ein Interview machen möchtet, weil ihr eine Berufung habt, euch vorstellen möchtet, dann findet ihr Informationen zu meiner Arbeit unter www.bettinageithner.de. So, und jetzt geht's los mit dem Interview mit Wada Hasselmann. Für mich ein ganz wichtiges Interview, auch auf der seelischen Ebene. Frau Hasselmann, jetzt angenommen, jemand hat noch nie was von Ihrer Arbeit gehört. Der ist jetzt zufällig über einen Social-Media-Kanal auf meine Webseite gekommen oder meinen YouTube-Kanal gekommen oder auf Instagram etc. und sieht das Video und weiß jetzt nicht, woher Sie Ihre Botschaften bekommen beziehungsweise was die Quelle ist. Weil Sie bekommen Ihre Botschaften aus der Quelle, so nennen Sie es. Und jetzt jemand, der noch nie was von Ihrer Arbeit, von Ihren Büchern gehört hat. Was ist denn die Quelle? Die Quelle ist eine transpersonale Wesenheit, das heißt, es ist kein Individuum, es ist auch kein lebender Mensch, es ist auch kein aufgestiegener Meister, sondern eine Vereinigung von Seelen, die früher mal auf der Erde gelebt haben. Ungefähr 1000. Sie haben sich auch mal in einem der Bücher, kann man das nachlesen, ausführlich beschrieben. Und diese Wesenheit ist ein sogenannter kausaler Lehrer. Wir unterscheiden zwischen der astralen Bewusstseinswelt, der physischen, in der wir jetzt gerade sind, und einer kausalen Bewusstseinswelt. Das Wort ist etwas unglücklich gewählt. Eigentlich müsste es akausal heißen, aber es ist nun mal eingeführt und allgemein und international wird es so verwendet. Also kausal heißt in diesem Falle, das ist eine Bewusstseinsebene, eine Dimension, in der man die Zusammenhänge, die wir als Menschen gar nicht überblicken, sehen kann. Und Gründe für das, dies und jenes angeben kann. Also man kann zum Beispiel fragen, warum ist dies so, warum ist das so, dann kann die Quelle die Gründe nennen, zum Beispiel in privaten Beratungen, die ich aber gar nicht mache, sondern ich bin konzentriert darauf, seit vielen Jahren diese Quelle zu befragen zu allgemeingültigen Themen. Damit meine ich nicht politische Themen oder Gesundheitspolitik oder den Untergang der Welt oder wie wir den Planeten retten können. Nein, es ist sehr, sehr viel genauer. Denn so eine Quelle, wie wir sie haben, davon gibt es ganz viele, die haben sozusagen als kausale Lehrer ein Lehrfach. Und das Lehrfach unserer Quelle ist die menschliche Seele.
Die menschliche Seele, ja, das ist ja immer so schön zu hören. Niemand weiß, was das ist. Mhm. Bis wir vor 30 Jahren mit unserem ersten Buch rauskamen, gab es eigentlich keine Seelenlehre in dem Sinne. Es gab Aristoteles natürlich und Platon, aber das ist alles nicht so systematisch. Unsere Quelle besteht aus zwei Seelenenergien. Das sind Gelehrte einerseits und Weise. Und das kann man sehr, sehr gut erkennen, wenn man in die Bücher reinschaut. Sie sind sehr durchstrukturiert, also gelehrtenmäßig aufgebaut und in sich total kohärent. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Also das ist immer noch ein Wunder für mich. Und dann auch die Weisen, die sind die Kommunikatoren in dieser Gruppe. Und die haben ein großes Anliegen, ihre Sache, die ja eigentlich sehr abstrakt ist und auch komplex, so rüberzubringen, dass man das verstehen kann. Ja. Also in einer Sprache, in einer Ausdrucksform mit vielen Bildern und Gleichnissen und Vergleichen, sodass eigentlich jeder, der eine halbwegs normale Schulbildung hat in unseren Breiten, diese Texte verstehen kann. Aber das heißt nicht, dass sie simpel sind. Ja, es ist sehr strukturiert. Es ist sehr eine starke Struktur drin. Ja, ich möchte noch auf etwas eingehen, Bettina, was Sie vorhin in der Einführung gesagt haben, die geistige Welt. Für uns ist das ein Begriff, der auf unsere Arbeit nicht zutrifft. Okay. Ja? Ich kann es aber auch erklären, warum. Der Begriff die geistige Welt ist in den deutschen Sprachgebrauch eingedrungen über Rudolf Steiner. Und er war sozusagen ja einer der ersten, der in Deutschland und dann auch in England und in anderen Ländern Europas seine Lehren verbreitet hat. Und er hat grundsätzlich von der geistigen Welt gesprochen. Interessant ist, dass das wiederum eine Übersetzung aus dem Englischen war. Er war ja in der Theosophie ganz tief verankert und die haben alle Englisch gesprochen. Die hielten sich ja in New York und in Indien auf. Und so hat er Spiritual World, was etwas ganz anderes meint, im Englischen ins Deutsche übertragen und sagt geistige Welt. Wir sagen, wir haben nichts mit der geistigen Welt zu tun, sondern wir haben mit der seelischen Welt zu tun. Und die seelische Welt ist was ganz anderes. Das stimmt. Die seelische Welt ist sehr viel emotionaler und wärmer. Die geistige Welt ist was Mentales, was genau, sehr kühl ist. Genau, ich weiß, es ist eine ganz andere Ebene. Stimmt. Ganz Entschuldigung, anders. Da haben Sie voll, dass ich so angekündigt habe. Das stimmt, das kann ich nachvollziehen. Mhm. Ja, gut, nee, dass wir das geklärt haben, ist ja wichtig. Ja, also das ist uns auch wichtig. Wir betonen das auch immer wieder in unseren Büchern. Und gerade in dem neuen Buch, das ich Ihnen schon als Fahnen zugeschickt habe, das neue Buch, das heißt, wie heißt das, Medialität und Trance, da spreche ich auch über die Geschichte von diesen Begriffen, die wir im Deutschen und in der deutschen Esoterik und in der Geschichte der Entwicklung dieser Gedankenwelt verwenden. Und ich finde das sehr interessant. Spirit ist ganz was anderes im englischen Bereich als Geist. Geist ist in unseren Sprachwelten im deutschen Sprachraum geprägt von unseren Philosophen, von Kant, von Schleiermacher. Ne? Und es hat einen wunderbaren Klang. Ja. Und auch Seele ist was Wunderbares von der Muttersprachlichkeit, das erreicht einen. Aber es sind zwei ganz verschiedene Sachen. Genau, das eine, die Seele berührt einen, also berührt mich auf der Herzebene. Und der Geist, der berührt eher jetzt meinen Kopf. Das ist irgendwie anders, würde ich sagen. Ja, es ist anders. Ich würde nicht sagen unbedingt, dass die Seele nur das Gemüt berührt, sondern das ist ja gerade das Anliegen unserer Quelle, dieses süße Gefühl, was man beim Wort Seele hat, jetzt zu hinterfragen, zu beschreiben und zu sagen, das kann man genauso analysieren wie andere Bereiche des Lebens auch. Und dadurch sind ja unsere vielen, vielen Bücher überhaupt entstanden, eins nach dem anderen, weil das sind Lehrer und die hauen einem nicht alles auf einmal auf den Tisch und sage,
lerne, ja, verstehe, sondern innerhalb von über 30 Jahren, mhm, wurde ganz, ganz sachte und pädagogisch mit mir und meinem Partner vorgegangen, ja, sodass wir wirklich nach und nach verstehen konnten und immer noch neues Material bekommen. Wie merken Sie denn, dass die Quelle jetzt zu Ihnen spricht? Ist es so, also die, ja, Frage für mich ist zum Beispiel, ob Sie das willentlich verursachen können. Also Sie sitzen zu Hause und gehen in Stille und sagen, jetzt möchte ich eine Botschaft, Sie machen das willentlich. Oder aber Sie sind zu Hause und lesen, arbeiten etwas und plötzlich merken Sie was und bekommen dann die Botschaft. Ich verstehe, was Sie meinen. Wie geht das? Was Sie zuletzt geschildert haben, wäre für mich entsetzlich. Ja? Also so überfallen zu werden. Zum Beispiel, mit hochanspruchsvollen Durchgaben. Ja, was soll ich denn damit machen, genau, wenn ich gerade in der Wanne liege oder beim Einkaufen? Ja, das nützt ja nichts. Nein, die Kontaktaufnahme mit meiner Quelle ist eine Technik. Und die Technik besteht darin, dass ich in eine ganz bestimmte Art von Trance gehe. Das ist speziell meine Art von Trance. Ich kenne viele Trance-Medien und jedes Trance-Medium arbeitet anders, geht auch unterschiedlich in Trance. Bei mir ist es ein Prozess von ungefähr 8 bis 9 Minuten, denn es geht ja nicht darum, dass man einmal Schnips sagt und dann ist man in Trance, sondern man muss ja das eine Stunde aufrechterhalten. Also bei mir, ich bin inzwischen etwas vorsichtiger mit meiner Gesundheit geworden. Ich mache meistens nach einer Dreiviertelstunde Schluss. Und ich mache es nie alleine. Also weder beim Einkaufen noch in der Badewanne und nie alleine, weil ich in so einer tiefen Trance bin. Ich muss da erstmal reingeführt werden. Dann da drin bleiben, immer mit gleichbleibender Qualität, solange ich spreche. Ich bin als Person und Persönlichkeit gar nicht mehr da, wo man mich da sitzen sieht. Und dann muss man mich aber auch wieder rausholen, weil das ist ein sehr, sehr dissoziierter Zustand. Das ist, also. Und dann muss ich, dann sitze ich da und bin erstmal ganz belämmert und brauche dann eine Zeit, bis ich wieder wirklich in mir bin. Und das ist aufwendig, ist auch anstrengend. Und alleine würde ich das gar nicht machen, weil wenn man ganz alleine irgendwo mit seinem Geist, also das wäre dann tatsächlich mein Geist, nicht meine Seele, im Kosmos herumschwirrt, das ist sehr verunsichernd. Man möchte auch wieder zurückkommen. Und ich bin eines der Medien, vielleicht gibt es noch ein paar andere, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht viele, die wirklich in der Welt sind. Ich bin keine Esoterikerin, ich bin gerne Hausfrau, ich esse gerne, ich reise gerne und ich bin praktisch veranlagt und ich kann sogar mit Geld umgehen. Also sehr viele Mädchen können das nicht, wollen das auch vielleicht nicht, weil sie ein Bild haben von dem, was ein Medium ist. Das muss irgendwie abgehoben sein. Genau. Für mich genau das Gegenteil. Ich könnte nicht 30 Jahre und mehr diese anspruchsvolle Durchgabenarbeit machen, wenn ich nicht geerdet wäre. Und wenn Sie im Alltag, ja. Wenn Sie in Trance sind, wie kann ich mir das vorstellen? Man wünscht sich das, dass man auch diese Botschaften bekommt oder diese Verbindung herstellen kann. Mhm. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Ist es dann so, dass Sie, hören Sie dann Stimmen oder? Nein. Oder die Worte fließen einfach aus Ihnen raus. Es ist aber nicht Ihre Persönlichkeit. Oder nein, nein. Also der Trick bei der Trance, wenn man so will, oder das Ziel einer Trance ist immer, die eigene Persönlichkeit für eine gewisse Zeit lang total wegzuschalten, abzuspalten, damit etwas anderes, ein anderes Bewusstsein in einen eintreten kann. Aber die Vorstellung, also auf mich trifft sie jedenfalls nicht zu, dass ich Stimmen hören könnte, würde mich auch sehr besorgt machen, weil dann würde ich wahrscheinlich ins Landeskrankenhaus eingewiesen werden, Stimmen hören.
Stimmen hören ist meistens ein psychotisches Phänomen. Ja. Ich höre keine Stimmen. Wenn ich eine Stimme hören würde, dann würde ich mich ja auch so fühlen wie eine Art Papagei, der das dann auch erst hört und dann nachplappert. Mhm. Ja? Nein, das läuft ganz anders. Ich kann nur sagen, ganz anders, denn wie es in Wirklichkeit läuft, habe ich auch in 30 Jahren nicht kapiert. Aber was ich bekomme, sind Gedankenimpulse. Und ganz komisch fühlt sich das an, einen Impuls zu bekommen, den man nicht selbst gedacht hat. Da könnte man verrückt dran werden, wenn ich mich nicht dran gewöhnt hätte, dass das ganz so passiert und dass auch was Gutes dabei rauskommt. Denn sonst braucht man den ganzen Zinnober auch nicht machen. Impulse, die ich bekomme, sind wie Funksprüche oder wie Radiowellen. Okay. Wenn du kein Radioapparat hast, kannst du sie nicht in Sprache umsetzen. Ich verstehe. Ja? Genau. Ich bin sozusagen der Apparat, der diese Signale empfängt von diesem kausalen Lehrer. Sie dringen in mein Gehirn ein, wie, weiß ich nicht. Ich habe mich auch nie untersuchen lassen in Trance. Ich habe es versucht. Darauf hat sich kein Professor eingelassen. Wohlweislich, dass das geschäftsschädigend sein kann für einen Wissenschaftler, wenn er so ein Tüdelkram wissenschaftlich untersucht. Aber ich habe immer das Gefühl, dass die Zugangsstelle irgendwie hier auf der linken Seite ist, hier links oben. Das juckt mich auch oft. Da muss ich mich sogar, ich habe ja so einen berühmten Kratzefinger hier, sagt mein Mann immer, also wenn ich irgendwie auf Empfang gehe, dann fängt es mich hier an zu jucken. Aber was das im Gehirn ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind es keine Worte. Aber innerhalb der Texte gibt es noch eine andere Ebene und das ist die Bildebene. Ganz spontan, aus dem Nichts heraus, bekomme ich Bilder oder Bildsequenzen oder Symbole oder kleine Filmchen, ja. Und das wiederum fasse ich in Sprache. Das ist, glaube ich, der wichtigste Beitrag, den ich zu dem Ganzen leiste. Die Impulse, die Signale kommen und an meinem Denkapparat vorbei kann ich das eins zu eins in Sprache umsetzen. Und in Sprache umsetzen bedeutet ganz exakt das richtige Wort finden. Und darin bin ich gut. Und genau. Da hat sich's dann auch wieder sehr gelohnt, dass ich Literaturwissenschaft studiert habe, dass ich die Literatur, die Dichtung liebe, dass ich mich mit Sprache beschäftigt habe, dass ich viel, viel schreibe. Von Anfang an, ja, immer schon. Ich habe schon an der Uni sehr viel geschrieben und schon als Kind meinen ersten Roman angefangen. Mhm. Also ich kann mit Sprache umgehen, mit Worten umgehen und dafür, oder das ist sicher auch der Grund, warum die Quelle mich als ihr Instrument gewählt hat. Mhm. Denn es gibt genau, deswegen auch Medien, mehr oder weniger tief in Trance, die sehr allgemein reden und sehr viel von Liebe und Umkehr und Regenbogen und der Umwelt und so weiter. Es ist so vage. Es bleibt sehr vage. Und meine Quelle ist aufgrund der Zusammensetzung Gelehrte und Weise extrem präzise. Genau, total. Ja. Mhm, das stimmt, als ich die Bücher gelesen habe. Ja. Und das gilt ja nicht nur für dieses Buch, das gilt auch für alle anderen Bücher. Archetypen der Seele, genau. Welten der Seele, Wege der Seele, Weisheit der Seele. Also das muss ich noch dazu sagen. Unsere Quelle ist unglaublich gesprächig. Was hier schön ist. Ja, bloß die können nicht aufhören. Ich muss immer Stopp sagen. Die sagen, wir haben ja keinen Körper, wir haben ewig Zeit, wir verlieren keine Energie. Als ich mich beklagt habe, könnt ihr nicht, mein Gott, kleine Frage und dann Antwort eine Stunde, habe ich gesagt, das finde ich unangemessen. Aber sie haben gesagt, dafür bist du Mensch, dass du in der Zeit lebst. Du musst da auf deine Kräfte achten. Mhm. Und das ist deine Aufgabe in der Zusammenarbeit. Interessant. Zu sagen, Stopp. Interessant. Ja. Mhm. Sonst wäre ich schon ausgelaugt.
Es sind ja Tausende, Abertausende von Seiten. Ich weiß, ja. Mhm. Wenn man jetzt Ihre Bücher liest, dieses Buch, das neue Buch, das jetzt herauskommt bald, was hat man denn dann davon, wenn man, jetzt sagen wir mal, man setzt voraus, dass man dann die eigene Seele besser versteht anhand Ihrer Bücher, vielleicht auch die Seele von anderen Menschen. Mhm. Man versteht dann besser, wieso diese Seele sich so verhält und sich selber eben. Was habe ich dann davon? Was bringt mir das dann? Es bringt Entspannung. Es bringt automatisch eine neue Form von Toleranz dem Anderssein anderer Menschen gegenüber. Man kann sie mehr sein lassen, wenn man allein nur theoretisch in Betracht zieht, dass die auch eine Seele haben, dass deren Seele auch weiß, was sie hier will, wozu sie sich inkarniert hat, dass sie die Berechtigung hat, genauso zu ihr Leben zu leben, für die andere Seele eben sinnhaft, obwohl wir vielleicht das Gefühl haben, das ist gar nicht sinnvoll. Das hat man davon. Auf jeden Fall ist es auch ein großer Gewinn, erst mal in Betracht zu ziehen, dass die eigene Seele nicht irgend so ein Wolkengebilde ist, mit ein paar Nebeltröpfchen und unzugänglich und ein großes Geheimnis und ja, vielleicht am Sonntag in der Messe oder am Friedhof, wenn man dann ausgesegnet wird, dann wird von der Seele geredet. Das genau. Ist aber doch ein bisschen wenig. Ja. Nun ist es aha. So, Bettina, ja. Unsere Erfahrung aus den letzten Jahrzehnten ist, wenn jemand nicht spürt, dass er eine Seele hat, dann braucht er diese Bücher nicht kaufen. Also das ist die Voraussetzung. Ja. Ein Empfinden, dass da mehr ist als der Körper, der Geist, also das Mentale, mehr ist noch als die eigene Psyche. Etwas, was die Zeiten überdauert, ja. Etwas, was gesund ist, immer gesund, worauf ich zurückgreifen kann bei der Sinnfindung für mein Leben. Vor allem, ja. Das finde ich wichtig. Mhm. Also die Sinnfrage, die treibt ja uns im Westen so besonders um. Es gab ja Zeiten, wo der Nihilismus richtig in Mode war und jeglicher Sinn der eigenen Existenz abgestritten wurde. Das finde ich ganz furchtbar und die Quelle findet das auch. Und es war immer von Anfang an ihr Anliegen, uns einen neuen Zugang zu schaffen zu den Welten der Seele und trotzdem den Verstand, die Bildung, die Intelligenz nicht auszuschalten. Also nicht zu sagen, das ist mystisch. Genau, ich weiß. Da ja. Kann man nichts weiter dazu sagen, ja, genau. Sondern nein, also ein paar tausend Seiten kann man schon dazu sagen. Genau, und das ist auch das, was an Ihnen so außergewöhnlich ist, diese Kombination eben von diesem sehr, von dem wissenschaftlichen Hintergrund auch, von dem sehr gebildeten Hintergrund, ja, plus diese Gabe eben, ja, die Quelle ja, zu hören. Das diese ist das Gabe, von der wusste ich ja erstmal gar nichts. Ja. Die Gabe, sogenannte Gabe, hat mich ja selbst überrascht. Da war ich schon Mitte 30, da fing das so langsam an. Ich war sehr verwundert, wusste auch nichts damit anzufangen anfangs, fand das so ganz lustig. Ich war mit meinem Mann immer sehr telepathisch verbunden, bin es noch heute. Wir saßen vorgestern auf einer Bank am Friedhof und die Friedhofsparzellen sind so mit Stein, wo nur Nummern draufstehen, gekennzeichnet. Wir sitzen also auf der Bank, da haben wir schon, ich weiß nicht wie oft, gesessen. Und dann sage ich, Quersumme 5. Und dann sagt er, genau, ich habe es mir vorhin verkniffen. Da war ein Stein, da stand drauf 617 oder so, die Parzelle. Mhm. Ich gucke da hin und sage, Quersumme 5. Und er sagte, ich habe es mir extra verkniffen. Also wir waren immer so sehr eng von Kopf zu Kopf sozusagen und von Herz zu Herz. Aber die Vorbereitung war nicht nur das, sondern die Vorbereitung auf diesen Job oder warum die Quelle mich dann Mitte 30 sozusagen am Kragen gepackt hat und gesagt hat, so, jetzt kommst du in unseren Dienst und das ist wirklich ein Dienst, also man kann da auch nicht raus. Mhm. Eine Berufung klingt schöner als ein Dienst, aber es ist sowas Ähnliches. Und dass wir sehr früh gemerkt haben,
dass meine Vorbildung eine Art Berufsausbildung auch für ein Medium ist, das auch schwierige Kontexte in Sprache fassen kann, und zwar in gute Sprache. Ich lese dann ab und zu, wenn ich nachts nicht schlafen kann, mache ich mein Internet auf und gucke, ob es neue Besprechungen gibt von diesem Buch. Und das ist so, ich würde sagen, 3/4 sind begeistert, und dann gibt es welche, die sagen, das ist mir zu schwierig, das sind zu lange Sätze und so. Und für die ist es halt dann nicht gemeint. Ja. Also wer eine Schwierigkeit hat, 3 Seiten mit etwas komplexeren Sätzen zu lesen, der muss zu jemand anderem gehen. Ja. Der ist bei uns nicht richtig. Aber umgekehrt ist es ja so, dass vorher die Leute ihren Verstand abschalten mussten, wenn sie zum Medium gehen. Yeah. Und versuchen, alles nur so zu glauben und andächtig zu gucken und die Rieselschauer zu spüren oder so. Das muss man bei uns nicht. Nee, es ist ganz praktisch. Es ist praktisch. Wir sprechen auch die Intellektuellen an. Ja, genau. Mhm. Und es ist auch ganz bodenständig. Es ist bodenständig und ganz praktisch. Und eigentlich ist es einfach. Es ist einfach, weil es so nicht so abgehoben, stell dir vor und so. So ist es nicht. Es ist ganz, ist ein richtiger Leitfaden. Unsere Arbeit zusammengefasst, die Seelenlehre. Die Seelenlehre ist das Einfachste und das Komplexeste, was man sich vorstellen kann. Also, es gibt 7 Grundenergien, das sind bloß 7. Die aber untereinander zu kombinieren, bildet eine Möglichkeit, die kann man ja mathematisch berechnen, von Milliarden von Kombinationen. Ja? Und das finde ich doch, das ist doch einfach fantastisch. So einfach. Und so komplex. Also es gibt nicht 2 gleiche Menschen, immer individuell. Nicht 2 kleine gleiche Seelen. Ja. Jeder ist ein absolutes Individuum, und trotzdem kann man das mit 7 Energien, mit 7 Grundzahlen, wir nennen das kosmische Grundenergien, kann man das beschreiben. Genau. Und das fasziniert mich auch. Wenn ich mal auf dieses Buch eingehen darf, Junge Seelen, Alte Seelen, es beschreibt eben, also unterschiedliche, ich sage jetzt mal, Entwicklungsstufen, also diese zum Beispiel Säuglingsseele und dann eben diese alte Seele. Wenn man jetzt dieses Buch liest, woher oder auch andere Bücher, woher weiß man denn, welche Entwicklungsstufe man hat? Weiß man das einfach? Nein, das weiß man nicht. Nein, aber es gibt Kriterien. Und anhand dieser Kriterien, die ja das, dafür sind ja die 550 Seiten da, anhand der Kriterien kann man selber oder ja vielleicht ein Freund oder eine Schwester oder so kann sagen, ja, das trifft typisch auf dich zu. Genau so wirkst du. Aber letzten Endes ist es ein Energiephänomen. Es hat, ist weniger mit Inhalten. Ja, genau. Ja, weniger mit Inhalten. In diesem Buch, das Buch hat großen Erfolg und hat vor allen Dingen viele überzeugt, bei einem einzigen Kapitel, und das ist das Kapitel über die junge Seele, 2. Entfaltungsstufe. Ja. Und wir haben dann immer gefragt, gibt es ein paar Beispiele, wo man das so nachvollziehen kann, und dann kam Donald Trump. Genau. Und das ist so extrem interessant für mich gewesen, weil ich hatte von dem Mann noch nie was gehört. Und plötzlich entfuhr mir das noch in Trance, es sind 5, 6 andere noch Namen genannt. Und dann kam der erst überhaupt an die Regierung. Das Buch ist ja schon 14 abgeschlossen gewesen. Ja. Also ich habe hier, wir können ja mal schauen, also Donald Trump, genau, und welche, was sind das noch für Moment, steht hier Donald Trump. Jung 2. Genau, Jung 2. Pharao Ramses der 2. und Margot Honecker, Saddam Hussein. Ja. Und das sagt Ihnen dann die Quelle? Ja, das sagen die mir. So konkret? Ja. Es ist ja so, dass die Trance ist dazu da, das Bewusstsein zu erweitern. Wenn ich in Trance bin, dann habe ich unendliche Weiten, in die ich eindringen kann mit meinem Bewusstsein und kann abtasten und so. Ich werde wahrscheinlich nie genau verstehen, wie es funktioniert. Aber ich weiß, dass es funktioniert, und das ist viel wichtiger. Ich weiß doch auch nicht, warum mein Auto fährt.
Aber es fährt. Ich muss es nicht wissen. Ich fahre und ich bremse und dann ist gut. Was ich auch parken kann ich nicht. Was ich so interessant fand, wenn man jetzt auch diese Namen konkret liest, wie eben zum Beispiel Saddam Hussein oder auch Jesus ist erwähnt oder auch Buddha. Aber Seelen, also in diesem Buch steht ja, dass Seelen kein Gut und Böse kennen. Das ist so wichtig. Wieso kennt die kein Gut und Böse? Gut und Böse kennt nur der inkarnierte Mensch, aber nicht die exkarnierte Seele. Als Seele ist man ja außerhalb, also als reine Seele zwischen den Leben oder vor der ersten Inkarnation ist man ja in einer Dimension, die keine Zeit kennt und auch keinen Raum. Und deshalb keine Kausalität. Aber Gut und Böse steht immer in einer Kausalität miteinander. Mhm. Ja, wenn du keinen Körper hast, kannst du unmöglich was Böses tun. Ja, wem denn? Ne? In der Umgebung gibt es ja auch nur körperlose Wesen, die keinen Charakter haben, die keine Persönlichkeit haben und die weder Gutes noch Böses tun. Das ist, glaube ich, wichtig. Auch nicht das Gute. Das sind rein menschliche, moralische Kategorien und die ändern sich auch im Laufe der Menschheitsgeschichte. Man muss nur sich mal kurz zurückerinnern, 70, 80 Jahre zurück, was im Deutschen Reich unter Hitler als gut galt und was als böse galt. Klar, das sind dann natürlich merkt man schon, dass das sehr relative Kategorien sind, die mit den seelischen Welten wirklich gar nichts zu tun haben. Aber das ist, finde ich, ist interessant. Aber jetzt nur als Beispiel. Jetzt angenommen, man nimmt jetzt mal Hitler als Beispiel. Aber die Seele von Hitler hat sich ja, die hat sich nicht vorgenommen, dass das passiert, was dann passiert ist. Wer sagt das, dass sie sich das nicht vorgenommen hat? Das frage ich. Oder hat sie sich vorgenommen? Also, wir wissen jetzt nicht sehr viel über Hitlers Seele. Wir haben dazu auch keine Durchsagen gemacht. Aber dass er eine hatte, davon können wir ja wohl ausgehen. Ja. Ne? Sonst wäre er kein Mensch gewesen. Und ein Mensch war er. Obwohl viele sagen, er war der Teufel persönlich. Das ist Unsinn. Er war ein Mensch. Mhm. Ja. Und wir gehen tatsächlich davon aus, dass er einen seelischen Auftrag hatte. Im Rahmen seiner Seelenfamilie, seiner Seelensippe, was genau dieser Auftrag war, wissen wir nicht. Aber ich gehe davon aus, dass Seelen nichts anderes wollen, als sich zu entwickeln und dies in Gemeinschaft mit anderen Seelen. Und das Entwicklungsprinzip ist ganz wesentlich. Man kann auch sagen Entfaltung. Ja. Auf jeden Fall ist da ein unglaublicher Drive einer Seele, das zu tun, womit sie beauftragt wurde. Ja, genau. Und ob das jetzt anderen angenehm ist oder nicht angenehm, spielt für die Seele keine Rolle. Sie ist wirklich jenseits dieser Kategorien. Ja, genau. Ja. Das schmälert in keiner Weise das Leben in der Wirklichkeit. Sie haben einen Auftrag, ich habe einen Auftrag, jeder, der herumläuft, hat einen seelischen Auftrag. Manche sind größer, globaler sozusagen, und manche nicht. Und wieso hat jede Seele, und es bleibt auch immer gleich, in jeder Inkarnation bleibt der Seelenauftrag gleich. Habe ich das richtig verstanden? Nein, der ist sehr differenziert. Ja. Und wieso haben wir dann es gibt einen Themen. Seelenauftrag? Es gibt große, große Themen, die Menschheit betreffen. Das haben wir sehr ausführlich in unserem Buch Die Seelenfamilie beschrieben. Große Themen, zum Beispiel die sieben Grundthemen der Inkarnation. Das ist Fühlen, Denken, Bewirken, Handeln, religiöse Gefühle haben, herrschen. Lauter so Sachen. Das sind ja Dinge, die kannst du im Jenseits oder in der seelischen Dimension im astralen Bereich kannst du nicht machen. Ja? Du hast keinen Körper, du hast keinen Geist, du hast keine Nerven, du kannst nicht mal fühlen, du kannst nicht sprechen, du kannst nicht denken, gar nichts. Also haben Seelen ein großes Interesse daran, herauszufinden, diese ungewöhnliche Kombi zwischen einem Säugetierkörper, wir sind ja alle Säugetiere, vergessen wir sehr gerne, ein Säugetierkörper mit einer ganz speziellen Form der Beseelung. Und das
Interessante ist, was kommt dabei raus? Und das ist nicht festgelegt. Also Erfahrungen, die zu machen sind, können auf hunderttausende Art erlebt werden. Aber nichts ist vorgeschrieben, wie man es erlebt. Und da ist wichtig, oder wer es erlebt oder wann man es erlebt. Gibt es dann einen freien Willen auch? Ist es für den Auftrag? Und wir haben sehr Abschied genommen von dieser Vorstellung eines freien Willens. Wir haben so 20-30% Entscheidungsfreiheit. Freiheit. Was ist schon Freiheit? Der Rest ist von der Seele schon vorbereitet und gesteuert. Also welche Eltern man hat, in welcher Zeit man sich inkarniert, in welchem Land man sich inkarniert, unter welchen Umständen, auch wirtschaftlicher Art, ist doch ein Riesenunterschied, ob man als Prinz geboren wird oder als Aschenputtel. Ne? Natürlich. So, und dann hat man auch verschiedene Aufgaben. Ich würde gerne dazu was Bitte, vorlesen. Bitte, sehr gerne, sehr gerne. Mhm. Menschsein ist ein Abenteuer mit offenem Ausgang. Mit offenem Ausgang. Ein Abenteuer. Menschwerdung ist ein Experiment ohne Ziel. Das menschliche Dasein, das bedeutet die Beseelung eines animalisch-materiellen Körpers mit einem Seelentypus, der in der Dimension der Kausalität, in Zeit und Raum und in einem geschichtlich-linearen Verlauf seine Erfahrungen machen will, ist ein seelisches Projekt, das eine klar umrissene Absicht verfolgt und zugleich, das ist das Paradox, und zugleich auch von einer suchenden Ziellosigkeit erfüllt ist. Also eine klare Absicht, die heißt, die seelischen Welten wollen herausfinden, was passiert, wenn wir diese zwei Aspekte kombinieren. Diesen Seelentypus mit dem Körpertypus. Die passenden Körper standen auf der Erde bereits zur Verfügung und das Seelenvolk, das nach einer Verwirklichung strebt, stellt sich zur Verfügung für die Beseelung dieser Körper. Niemand, nicht Gott, nicht das Allganze, nicht die Seelenvölker, nicht die Einzelseele, kann auch nur im Geringsten im Vornhinein erfassen und ermessen, was aus dieser Verbindung entstehen wird. Nur eines ist ganz gewiss. Es entstand im Laufe der Zeit ein moderner Mensch. Es entstand eine Menschheit, wie ihr sie kennt. Wir möchten den Vorgang vergleichen mit einem Paar, das sich ein Kind wünscht. Dieses Kind wurde noch nicht gezeugt. Das Paar sehnt sich nach einer Synthese aus den Körpern dieses einen Mannes und dieser einen Frau, ergänzt durch die nichtkörperliche Beziehungsform, die beide verbindet. Aber noch sind sie zwei vollkommen getrennte Wesen, jeder mit seinem genetischen Vorrat an Möglichkeiten, und sie wünschen sich im Kind eine Verbindung dieser zwei Aspekte von Dasein. Wird nun der Wunsch so konkret, dass es zur Durchführung kommt und ein Ei befruchtet wird, entsteht ein menschliches Wesen, das, anders als die Eltern glauben und manchmal hoffen, etwas völlig Neues und Unbekanntes darstellt und im weitesten Sinne unberechenbar ist. Niemand weiß, was aus diesem Kind wird, welch ein Mensch sich hier entwickelt, welche inneren Ziele, welches Seelenmuster, welche Charakter, welche Begabung dieses neue, einmalige Wesen. Genau. Die Eltern sind Inkarnationshelfer, genau. Sie sind die Erzeuger. Ja. Mhm. Alles andere geht seinen Weg. Und so ist es. Und oft sind doch dann auch die Kinder nicht so, wie die Eltern sich es erwartet haben, gewünscht haben. Wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, eine junge Seele oder eine Säuglingsseele, es gibt ja die Säuglingsseele, es gibt 7 Entwicklungszyklen, sage ich jetzt mal, von der Säuglingsseele bis zur alten Seele. Das ist dann die das sind 5 Seele, genau. Und dann gibt es noch 2 außerhalb des Körpers. Aber diese 5 sind eigentlich die meisten verbreiteten. Und jetzt angenommen, ich bin eine Säuglingsseele, habe ich dann eher nur Kontakt mit anderen Säuglingsseelen oder kann ich auch mit einer alten Seele verheiratet sein zum Beispiel? Nein. Das geht nicht. Oder Säuglingsseele und alte Seele? Würde vielleicht rein körperlich gehen, aber wäre völlig sinnlos, weil die Aufgaben, die eine Säuglingsseele zu lernen hat, sie von einer alten Seele nicht lernen kann.
Natürlich gibt es reife Seelen, die alte Seelen zur Welt bringen. Es gibt alte Seelen, die reife Seelen oder auch junge Seelen zur Welt bringen. Aber zu groß darf der Abstand nicht sein in der seelischen Entwicklung, weil man dann sich überhaupt nicht mehr verstehen kann. Ja. Es weder hat man einen Draht zueinander, noch kann man das so Fremde wirklich lieben. Es ist jedenfalls schwer. Da ist keine Basis für Beziehung. Genau. Also ist es auch sinnlos, das zu machen.